Willkommen Leute zur nächsten Folge von Sparks Challenge, in der ich wieder mal hier mich befinde und einfach nur keinen Bock mehr habe. Schade, dass genau das hier die Weihnachtsfolge sein soll, aber es ist einfach so, ich habe wirklich die Motivation irgendwie verloren. Also zumindest habe ich keinen Bock mehr hier in der Mine irgendwas zu machen. Ich grab mich jetzt hier einfach mal hoch, ja, weil ich einfach, wie gesagt, hier nichts finde. Nichts und wieder nichts, ja. Und das kann ich mir nicht gefallen lassen. Ich möchte jetzt endlich mal wieder produktiv werden. Wenn es mir halt nicht vergönnt ist, Karotten zu finden, dann tut's mir leid, ja. Und ein Dungeon, weißt du, weil das ist das Einzige, was ich noch hier in der Mine suche. Und halt ein paar Endermen. Ich wollte das alles so ein bisschen verknüpfen, aber wenn es nichts davon gibt, dann hat das einfach keinen Sinn, ja. Ich meine, wir haben einige Zombies getroffen und haben keine Karotte gefunden. Wir haben, na gut, 4 Enderperlen, das ist schon mal ein Anfang. Aber das war's dann auch wieder, ja? Bisschen Gold, okay. Aber sonst, sieht's ziemlich kacke aus gerade. Und ich will einfach nur noch nach Hause. So, und jetzt werde ich nach Hause gehen. Wir sind hier jetzt sogar relativ in der Nähe, wo wir reingegangen sind, aber ja, das juckt mich jetzt gerade mal nicht. Ich gehe jetzt einfach in Richtung Heimat. Und das wäre ja mit anderen Worten in Richtung 00, oder? Ja, also wir sind noch ein bisschen entfernt. Ich guck mal. Eine kleine Runde. Also ich will jetzt einfach nur noch nach Hause. Ich war jetzt lange genug in der Höhle wieder. Hab nichts gefunden. Nichts Brauchbares zumindest. Also nichts Brauchbares für einen Erfolg. Außer halt diese Enderperlen, okay. Die bräuchten wir halt noch für die Ender-Chest am Ende. Ich würde jetzt auch mal langsam sagen, dass wir in den Nether gehen und nach einer Festung suchen. Das wäre jetzt erstmal sehr sinnvoll. Denn, ja, Nether wird nochmal sehr wichtig. Und, ja, das wird auch nochmal schwer, da die Gastränen und alles zu fangen. Das kommt auch wieder aufs Glück an und so weiter. Da muss man ja irgendwie eine Gasträne. Was muss man da alles finden? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Enderperle ist auch dabei. Also Enderperle an sich. Und eine Lohnrute auf jeden Fall. Und Netherwarzen war, glaube ich, nochmal ein extra Ding. Also finde Netherwarzen und baue sie an oder so. Ich glaube, so hieß der Erfolg. Mit dem Anbauen bin ich mir nicht sicher, aber Netherwarzen sollte ich, glaube ich, auf jeden Fall nochmal irgendwo finden. Und ich glaube, ich sollte auch einen Trank brauen irgendwie, ne? Also da haben wir noch einige Ziele, die sich eigentlich relativ leicht erledigen. Wo wir jetzt keine besonderen Sachen nochmal finden müssen. Also wenn wir eine Sache finden, haben wir dann sozusagen gleich zwei Sachen quasi abgeschlossen. Was ziemlich cool ist. Ich brauche jetzt also erstmal wirklich Blaze Rod. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig. Mann, Alter. So, dann mal in die Richtung hier. In der Hoffnung, nicht zu sterben. Und ich mache hier mal F3 aus wieder. Braucht man gerade nicht. Ja, sorry, wenn ich mich immer mal räuspere. Aber irgendwie ist es gerade wieder schlimm. Ich müsste mich mal richtig krass räuspern gerade. Und das rausschneiden oder so. Aber ich versuch's mal ohne. So. Hier haben wir uns mal hochgebaut. Aha. Ach, das war ja, wo wir in der Schlucht waren, ne? Stimmt. Und hier müsste jetzt unser Zuhause sein. Oh Mann, wenn ich mich an Folge 20 zurückerinnere, ey, das war die schlimmste Folge, ja? Der hat uns wieder so weit zurückgeworfen, das glaubt ihr nicht. Ich habe jetzt noch nicht die Level wieder zusammen. Überlegt euch das mal. Jetzt sind wir 6 Folgen später. Zuckerrohr ist auch nicht großartig gewachsen. Geil, Alter. Wo haben wir hier das Zuckerrohr? Ich brauche noch welches. So, Diorit. Ja, Eisen kommt erstmal rein. Ich mach mal die Tür zu, nicht, dass hier irgendwer kommt. Irgendein Creeper, der noch überlebt hat.
So, dann hier nochmal 4. 4, sagte ich. Dann hier nochmal 1. Hä, haben wir nur so wenig Gold? Hä? Ich hatte doch viel mehr Gold. Hä? Warte mal, hier muss doch. Das ist alles Eisen. Wo ist mein Gold? Das hatte ich doch noch nicht hierher gebracht. Ich war doch jetzt. Ich habe doch jetzt bestimmt in den letzten. Wann bin ich in der Höhle? In Folge 22. Ich muss doch seitdem Gold gefunden haben. Aber ein bisschen was will ich da schon sehen hier. Also, das geht doch wohl nicht. Was brauchen wir eigentlich noch für Tiere? Schweine, ne? Brauchen wir auch Karotten, Alter. Geil. Wir müssen Karotten finden jetzt. Das ist so. Oder ich guck mal kurz in Nether. Rüstung, toll. Ist auch wieder kack, fast kaputt. Kann ich eigentlich schon wieder wegwerfen, ey. Ich mach mir nur mal einen neuen Helm, falls der abkackt, der letzte. Enderperlen haben wir auch noch gar nicht, ne? Oder? Doch, 6 Stück haben wir jetzt immerhin schon. Immerhin etwas, ne? So. Dann gehe ich mal kurz durch den Nether. So. Und mal sehen, wo wir hinkommen. Wir haben auf jeden Fall einen Erfolg erzielt. Das ist ja schon mal schön. Ja. Dann sind wir hier. Ich muss gucken, dass hier kein Gast mich direkt abschießt. Wir waren ja noch gar nicht im Nether, ne? Stimmt's? Alter. Was geht denn hier ab? What the fuck, Alter? Wie tief ist das? Wir sind ja auf Höhe 90. Das ist auf jeden Fall auch ungewöhnlich. Alter, nee. Was ist denn das wieder für ein scheiß Nether hier? Da gibt's ja wieder gar nichts. Wir brauchen bestimmt auch wieder ewig, bis wir hier so ein Nether Fortress gefunden haben. Ich setze hier mal einfach ein paar Fackeln. Oh, geil, da ist ein Nether Fortress. Das ist schon mal gut. Wenigstens wieder etwas Glück hier. Nach der Scheiße in der Höhle wieder. Na gut, waren auch hohe Ansprüche, die ich gesetzt habe für die Höhle. So ein Dungeon, das ist halt nicht so oft. Aber so gar nicht, das hätte ich auch nicht gedacht halt, ne? Ist einfach so. So, warte. Ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Da hinten haben wir auch noch eine Kiste. Die bietet auf jeden Fall noch Netherwurzen. Damit hätten wir das Thema schon mal abgeschlossen. Geil, zumindest ein kleines Ziel. Sattel ist auch gut. Warte, ich nehme gleich mal beide mit. Das ist auf jeden Fall geil, Sattel. Die brauchen wir auf jeden Fall dann, wenn wir Pferde uns holen. So. Oh. Da haben wir schon den ersten Blaze. Na komm her. Na toll, jetzt ist er wieder sonst wo. Das soll ja noch ein anderer sein. 3 Schüsse brauchen sie mit dem Bogen, ne? Shit, Alter. Was ist denn hier noch? Da ist einfach ein Skelett. Alter, hier sind noch einige. What the fuck, Alter? Geh weg. Ich glaube, Magma-Creme sollten wir doch auch noch finden, oder? Oder craften zumindest. Ich meine, wir haben ja einen Sumpf in der Nähe. Da könnten wir uns auf jeden Fall Schleimbälle holen und die dann zusammen craften mit, den dritten Sattel brauche ich nicht. Ja, da könnten wir die Schleimbälle dann nämlich zusammen craften, so ein bisschen. Mit Blaze Powder, genau. Ist auf jeden Fall geil, dass man Kisten im Nether finden kann. Die Änderung fand ich damals echt sinnvoll in der 1.6. So.
Weil vorher hat sich halt nie gelohnt, hier so ein Ding komplett zu erforschen. Außer halt für so ein paar Blaze Rods, aber wenn man die schon hatte, ne, dann musste man das ja nicht mehr erforschen. Und so kann man halt schon noch, ne? So, hier habe ich übrigens Diamant-Pferderüstung, Alter, geil. Ist hier noch irgendwas? Ein Gast müsste man dann auch mal abschießen für eine Gasträne. Und da brauchen wir auf jeden Fall immer genug Pfeile, habe ich auch gerade zur Hand. So, dann gucke ich nochmal hier hoch. Bisschen Soul Sand kann ich mir auch mal mitnehmen. Obwohl, da kann ich eigentlich auch einfach hier die Teile abernten. Da haben wir jetzt zumindest ein paar Netherwurzeln gefunden. Ist doch schon mal schön. Ich weiß halt nicht, ob das ein eigenes Ziel war oder ob das so ein Teil von dem Ziel war. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall brauchen wir Netherwurzeln so oder so noch. Weil wir wollen ja ein bisschen was Schönes machen. So, zack. Ja, wir wollen nämlich später Tränke brauen und dafür brauchen wir halt die Netherwurzeln. Für alle, die es jetzt nicht wissen. Oh shit, Alter. Nein, hier schlägt mich jetzt bitte keiner runter. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Bisschen Gold noch, das ist gut. Und ja, okay, eiserne Pferderüstung nehme ich mal eine noch mal mit. Ich brauche ja erstmal nur zwei. Oh. Haha. Bist in der Falle. Na toll. Alter, das ist ja wieder klar gewesen, oder? Ach, nee. Hä, wo ist denn jetzt der Blaze? Wieso schießt er auf mich? Der sieht mich doch gar nicht. So, hier ist nochmal dieses Teil. Hier ist nochmal ein bisschen was Freies. Da können wir auch nochmal gerne drauf gucken. Toll, einen einzigen Blaze Rod habe ich bis jetzt gefarmt. Oh. Wieso ist denn der so langsam, der Typ? So, zumindest habe ich noch ein Ersatzschwert. Ich gucke nochmal hier hoch. Ich setze jetzt mal nur die Fackeln, wo ich sie wirklich brauche. Wie zum Beispiel hier. Da ist mir zu dunkel. So, hier ist ja nicht viel. Alter, das ist auch eine ganz schön große Festung. Hätte ich gar nicht gedacht, ne? Die werde ich auf jeden Fall noch weiter erkunden in den nächsten Folgen. Da ist noch ein Gast. Wenn der jetzt über einer Ebene wäre, das wäre geil. Oh shit, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass der so schnell ist. What the fuck? Nein, jetzt brenne ich auch noch und hab den Wutter-Effekt. Alter. Das kam jetzt unerwartet, ne? Seelensand, Schwarzeiche. Oh shit, naja, egal. Können wir auch nochmal hinsetzen. Alles, was wir halt erkundet haben, so. Und ja, wo bin ich? Aber 13 Minuten. Muss gleich aufhören mit der Folge. Ich versuche gleich genug Blaze Rod zu farmen. Brot habe ich 15 dabei, okay. Wird auch nicht lange reichen, aber erstmal ein bisschen zumindest. So, ich weiß gar nicht, ob man hier in diesen Kisten auch Brot finden kann. Wenn, dann glaube ich nur sehr selten. Warte mal, ich mache hier das mal zu. Das ist ja übelst gefährlich. Wenn man da doch mal aus Versehen reinfällt. Alter, ey, was geht denn bei denen ab? Die sehen mich doch nicht. Warum schießen die dann? Alter, was geht denn bei euch? Vor allem müssen die immer in das Freie fliegen, dass ich die nicht mehr einsammeln kann, die Sachen. Das ist so unfair, gell? Also wirklich mal. Ich stelle mich jetzt mal hierher und wir schauen mal, was in der nächsten Folge wird. Na komm, geh in das Loch. So. Bis zum nächsten Mal und tschüss.